Hallo Leute und willkommen zurück zum dritten Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind stehen geblieben im Dekobaum und haben es nicht geschafft durch diese... Ich bin jetzt... Dekokerne! Sie sind kleine, harte Kerne! Du kannst sie als Munition für deine Schleuder einsetzen. Oh, Digga. Ah, ja. Du... Okay, warte. Wir schauen uns das mal... Ein Dekoranja! Ein Dekoranja! Zerschlage ihn, bevor er nach dir schnappt! Du hältst eine Dekonuss oder einen Dekostab! Hey, listen! Nein, Spaß. Wollen nur mal gucken. Vielleicht können wir dann am Ende auch alle Gegner benennen. Was echt cool wäre eigentlich. Vorsicht! Vorsicht! Hier sind Skull. Skullwandulas, benutze eine Distanzwaffe, um sie zu beseitigen. Das werden für mich einfach immer nur ganz hässliche Spinnen bleiben. Und sagen, was man will, es bleiben für mich nur Spinnen. Und nicht mehr. Nein? Hä? Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich den treffe. Muss ich gestehen. Aber wenn man sich mal anschaut, das ist das erste 3D-Spiel von Zelda. Das war eigentlich für die damalige Zeit richtig gut gemacht. Muss man ja schon sagen. Es war vergleichsweise zu heute, es gibt ja manche Leute, die sind so richtig so wirklich so richtig harte Grafik. Ne? Grafik versessen. Um es nett auszudrücken. Aber die Spiele? Oh, da war eine Skulptur, ich habe sie genau gesehen. Was, Mann? Das wäre aber ganz ehrlich mit einem Nintendo-Controller, den man hier anschließen kann, wäre das alles einfacher gewesen. Aber ich habe ja leider keinen. Naja, macht nichts. Wollen wir mal nicht rumheulen? Skulptura. Skulptura. Oh Mann. Wenn man da auch schon hin kann, hätte er auch wenigstens da. Das ist noch einer. Ich wollte schon sagen, der Soundbug. What a fail. Hä? Warte. Kann man die nicht so an? Kamera. Kamera. Naja, wenn man da nicht so ran kann, muss man ja irgendwie anders rangekommen sein. Du hast eine goldene Skulptur zerstört. Du hältst dafür ein Skulptur-Symbol. Wahoo! Skulptula! Ja. Knister, knister. Ich freu mich einfach schon, wenn ich... Gut, ich finde den zweiten Tempel, muss ich sagen, finde ich irgendwie den coolsten von denen, die man als kleiner Link spielen kann. Aber ja. Das sind eigentlich generell... Den einzigen, den ich nicht mag, das ist... Der dritte als großer. Ich will ja nicht spoilern, deswegen sage ich der dritte Tempel als großer. Das werde ich auch später wahrscheinlich nochmal sagen, wenn ich dann bei diesem Tempel bin. Und ja, ich sage generell Tempel, auch wenn es wahrscheinlich viele schreiben würden. Es heißt aber Dungeons! Nein, für mich sind es Tempel. Ah, hier, kommst du, Busi? Vergib mir, Herr! Ich werde es nie wieder tun! Lass mich frei! Und ich gebe dir ein Geheimnispreis! Nie wirst du meine Brüder bezwingen! Wenn du sie nicht in der richtigen Reihenfolge besiegst! Merke dir! 2, 3, 1! Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor! Ich bin jetzt einfach. Bin ich jetzt ein Verräter? Also in der Mitte war 3. Links 2 und 1, die
rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor, also müssen wir die 3, die 1 und dann die 2 abschließen. Okay. Rätsel geknackt. Durchaus, durchaus. Listen! Befindest du dich im Wasser, kannst du tauchen, indem du A gedrückt hältst. Wetten, du findest etwas Interessantes? Wenn ich das Spiel nicht kennen würde, würde ich sagen... Nö. Na gut, ich finde... Ich musste gerade justieren, aber der wollte irgendwie nicht. Der wollte keine kleinen... Was? Was war das denn jetzt? Bin ich jetzt in der Luft gesprungen? Oh ja, diese Wartemusik, ich habe sie so vermisst. Wusstet ihr, dass Nintendo an diesen Blöcken das Symbol ändern musste, weil sich... Stell dir nicht vor den Steinblock und halte A gedrückt. So kannst du ihn ziehen oder schieben. Auch zum Hinaufklettern musst du dich vor den Block stellen. Drücke erst Analogstick in Richtung des Blocks und dann A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Ich habe mir diese Sachen von Navi nie durchgelesen. Ja, genau, wo war ich stehen geblieben, dass, was hier davor drauf war, genau, dass sie das, die mussten das ändern, Nintendo. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, das sah anscheinend für manche aus wie die türkische Nationalflagge. Ihr könnt mich auch verbessern, wenn es falsch ist, aber ich glaube, dass es so war. Da haben sie sich dann beschwert und deswegen mussten sie es ändern. Genauso wie in einem Tempel die Musik, die mussten sie auch ändern. Aus beschwerdetechnischen Gründen. Wobei ich das echt cool finde, wenn die ROM hier das mit dem ungeänderten Lied wäre aus dem angesprochenen Tempel gerade. Na ja, gut, Kenner wissen jetzt wahrscheinlich, um was es geht. Aber für die es nicht kennen, was ich eigentlich bezweifeln werde. Die zu Bootyful, Bootyful, richtig Bootyful. Da können wir leider noch nicht hin. Brauchen wir die Bomben. Gut, ich meine, ich weiß, was dahinter ist und ich weiß auch nicht, ob ich es machen werde, da ich... Ich habe es eigentlich nie gemacht. Ich habe mir... Yes. Und ja, ich überspringe die Gegner, die da gerade von der Decke gefallen sind, mit Absicht, weil ich sie überaus hasse. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Boah. Ich weiß gar nicht. Ich überlege gerade. Ich habe mir, glaube ich, mal... Oder? Ich schon muss mir da gleich mal nach rechts gucken. Hier, der da. Kann es nicht sein, dass irgendwie mal da ein großer, komisches Dekuranya-Dingsbums draus wird? Ich weiß es nicht. Wow! Ui. Tja, habt ihr das gesehen? Macht's mir nach. Also, es war rechts vor links, aber die goldene Mitte vor. Also, du? Oh, du Penner. Mach hin jetzt. Wie heißt du eigentlich? Vorsicht, ein Laubkerl! Näherst du dich, verschwinde der! Lenk die Nüsse, die er spuckt, mit deinem Schild auf ihn zurück! Ja, natürlich, weil der Spaß die Kopf von hinten schießt. Behindert. Ihr dürft mir aber dann wenigstens ein Herz geben. Woher kommst du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? So sag ich denn. Ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Was für Spinnenkönigin? Um sie zu vernichten, solltest du die Früchte des Baumes nutzen.
Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Vergib mir, Königin. Schande über mich! Schande über dich! Schande über dich! Und über dein ganzes Volk! So. Was ist das? Oh, das ist der Endboss. Hat man unten rechts an der Karte gesehen, an dem Totenkopfzeichen. Warte mal, was mache ich denn mit denen? Und das ist. Ja, stimmt, verdammt. So, wir haben noch 4,5 Minuten. Das dürfte ich in dem Zyklus, in dem Zeitraum schaffen. Ah, müsste ich vielleicht gleich instant den zweiten Part dazu aufnehmen. Oder, ja, nee, ich speichere einfach. Ich mach den Cut einfach nach dem Endboss. Warum wird's so? Oh, was ist das? Das fällt da von der Decke. Gepanzerter Spinnenparasit Goma! Den habe ich aber schnell geklatscht, diesen gepanzerten Spinnenparasit. Oh Mann. Ja, zerfalle zu Staub. Oder verbrenne, oder was du auch immer gerade tust. Was bist du denn? Was ist denn mal hübsch? Ein Herzcontainer! Die Energieleiste erweitert. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ah, Hilfe! Hilfe! Was ist passiert? Was ist passiert? Okay. Ein Herzcontainer! Die Energieleiste erweitert sich um ein Herz. Deine Energie wurde aufgefüllt. Es hat sich gerade, weil ich im Hintergrund meinen Bart gerendert habe, hat sich gerade mein Emulator geschlossen und dann muss ich ihn wieder auf Vollbild und ja. Ich hoffe, es hat jetzt nichts Falsches aufgenommen und so. Und wenn da jetzt ein kleiner Fail drin ist im Video, da bitte ich das doch zu entschuldigen. Der Part heute ist ein bisschen kürzer, weil ich glaube, wenn wir hier jetzt rausgehen, kommt eine relativ lange, was heißt lange, eine Sequenz, eine Filmsequenz. Und ich weiß nicht, ob die in den Part passt. Also beende ich den Part heute und hier, wir haben den ersten Tempel geschafft. Und dann freue ich mich über jegliche Bewertung. Daumen hoch, Daumen runter, ein Kommentar, konstruktive Kritik und vielleicht sogar ein Abo. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis im nächsten Part. Tschüss!